Hallo, meine Süßen. Hier ist wieder Sergi von irgendeiner Insel hier. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Vulcano, ach, was weiß ich. Ja, heute wieder mit dabei. 15.12.12.9, 21.19.209, 13.11.810. Und ja, Frederik, der Gaul. Frederik! Hallo, also. Hallo. Weißt du, wo der Gaul ist? Es hat gerade vorbeigefahren. Ich verpasse den immer. Ich wollte ihn doch noch sagen, wir haben gerade neue Hosen reingekriegt mit dem Buggy-Style. Ja. Will jemand wissen, was der Buggy-Style ist? Das sind besonders weite Hosen, welche meist weit unterhalb der Hüfte getragen werden, also bauchnabelfrei. Das ist so sehr hübsch. Ja, weil der Buggy-Style kam in den 1990er Jahren in die Mode und tauscht zunächst in den amerikanischen Hip-Hop-Kulturen auf. Ja, das ist darum. Und jetzt sind die auch in den europäischen Techno-Szene sehr beliebt. Ich kann die natürlich noch ein bisschen frisieren, so mit Reißverschluss oder Knöpfen oder sowas. Oder so in der Reihenfolge. Ich hab die auch bald in Magenta. Keine Alucante? Dabei husten doch nicht, das geht doch nicht. Wenn sie voll zu können, ich will Alucante dran drauf machen, das ist kein Problem. Nee, ist nicht. Nein. Aha. Also ich denke, der Kommandant ist da bei dem Ausgang. Vielleicht, ja. Herr Kommandant, der Mann hat gepetzt, wo Sie sind. Das würde ich niemals tun. Er hat's einfach verraten. Aha. Hotti. Oh, komm, der will Selbstmord machen. Er springt in die Grube. Ja. Kommandant in der Grube. Also, kannst du mich mal anschieben? Warte, ja, ich komm schon. Wo bist du denn? Ach, da. Also, irgendwie. Oh, ja, danke, au. Irgendwie tut mir der Kommandant schon ein bisschen leid. Warum? Lass dich noch einmal weg. Warum tut es dir leid? Naja. Wegen Sash. Bist du eigentlich eifersüchtig? Auf wen? Auf Serge? Nein. Aha, okay. Also wenn, dann ist das eh eine offene Beziehung. Wie bitte? Alles geht, nichts muss. Oder was andersrum? Egal. Aha. Alles muss, nichts geht, ja, das wäre mir lieber. Ich dürfte mich jetzt hier von dem Ton unseres Mäulen hier. Bin voll. Was? Er ist wieder was am machen.
Basti, kann den Rest hier. Ich hab Angst, ich höre den Motor. Unfall. Jemand ausmachen, bitte. Sicher, du musst mit der Matratze. Ja. Also, ich kann nicht. Ich bin am Arbeiten. Das ist ausgeschaltet, sehr gut. Sagt mir, wenn der. Sagt mir, wenn der sehr schreck ist, bitte. Der ist weg. Lügner. Lügner! Ding ding! Palim palim! Oh oh! Basti kommt! Ja. Wenn man den Rand reinkommt, das kann er ja bedämmen. Jetzt dreht der Kommandant für mich nicht wieder durch. Das herrscht. Ich drehe nie durch. Aha. Haben jetzt eigentlich alle Viecher was zu essen? Nur bis auf die Hühner. Ich glaube, die Pferde. Und die Pferde. Der andere will mit den roten Hüpferdchen ausreiten. Der macht das doch. Hab ich gesehen. Aha. Der ist fleißig am Reiten. Die Pferde werden geritten, wie sie noch nie geritten wurden, oder wie? Die armen Pferde. Ich hoffe nur, er hat einen Sattel dabei. Ja, so wie ich den einschätze, reitet er ohne Sattel. Weil ohne Sattel auf Stange tut Aua. Sprechen Sie da aus Erfahrung, oder wie? Ja, deswegen habe ich auf die Beule angeguckt. Also sie haben eine Beule am Kopf, weil sie eine unbesattelte Stange geritten haben. Ah ja. Am besten okay. Nicht nachfragen, Herr Kommandant. Ich habe langsam das Gefühl, das ist eine Echse, du. Die reiten doch immer auf so komischen Besenstielen um sich rum, da. Ist jetzt eigentlich unser Ersatzheiland da? Unser reitender Sergi. Was gibt's denn? Hat er jetzt wo ich schon wieder zurückkomme, das ist ja schrecklich hin und her und hin und her. Das ist nichts für mich. Das ist nicht. Nee. Sind denn diese komischen Pferde überhaupt? Was? Herr Kommandant? Ja. Hier. Da vorne. Wo? Da vorne. Das Stall. Das da? Ja. Also ein Stall? Ah ja, stimmt, da ist ein Pferd. Ups. Da sind ein paar... Da sind ein paar Gaule da drin. Deine steht da drin.
Sie müssen es nicht gerade sehr persönlich werden hier. Würde ich nie machen. Mhm, haben Sie es gerade gehört. Schleimer. Ist da jemand eifersüchtig? Ja. Die Herren Gefangenen, kommen Sie mal zu den Pferden bitte. Alle. Mhm. Aufsitzen. Warten Sie, Herr Kommandant, komme. Aufsitzen, ja, auf einem eigenen Gaul. Ach so. Oh, auf meinem eigenen Gaul. Oh. Warum können Sie fliegen, Herr Kommandant? Weil ich kann. Hallo, du Gaul. Ich kann fein. Nicht aufsitzen. Au. Tschüssi, viel Spaß euch. Wieso? Willst du nicht mit? Weil zu viele außerhalb der Stalls sind und das erst wieder eins zurück muss. Ja, das okay. Herrscht doch schon wieder auf dem Heimweg, oder nicht? Nein? Nesta? So, die Herren, an den hinteren Ausgang kommen bitte. Oh, damit. Au! Nein, nein, nein! Maya fährt mit ihm durch. Ja, ich dreh durch, ja. Das ist ganz gut hier. Aha. Der Schlag ist standesrechtlich, wenn er so weitermacht, nicht? Der wird geprügelt, bis er nicht mehr weiß, wie er reist. So, Hinterausgang habe ich gesagt. Hinter von hinten am Ausgang. Das kommt mir um die Bekannte noch vor. Mhm. Aber auf einmal so Kopfaua. Was denn das jetzt? Das war das Auto, das hat uns Pferdchen. Nein, das war nicht das Auto. Das war das Auto, das hat unsere Pferdchen Angst gemacht. Nein. Doch. Aber ja, Herr Kommandant, Pferde können aber nicht fliegen, ne? Da können wir noch so schnell sein, wie wir wollen. Die heben nicht ab. Also mein Pferdchen? Jo, ich, jo. Mein Pferdchen macht Spaß. Und jetzt, was machen wir jetzt? Reiten wir die Pferde aus und nachher bringen wir sie zurück. Oh, ich bin fertig. Die muss auch noch sauber gemacht werden, ne? Und kann. Und fein abgestriegelt werden. Mhm. Hier werden. Füttert. Ist Heku. Was heißt das? Was schickt man hier? Also. Jetzt!
Ja. Liebe Leute, es ist heute schon alles fertig. Fertig hier mit der Folge. Und ich glaube, wir können jetzt hier zu Ende machen. Bitte die Pferde wieder schön in die Stelle rein, die Herren. Und dann können wir Feierabend machen, glaube ich. Es ist schon ganz schön früh, spät. Ja, und liebe Leute, falls es euch gefallen hat, macht doch mal so ein Däumchen und so ein Kommentarchen. Das ist wunderbar. Hätten wir alle was von. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.